Nein! Ja, wenn die mit dem Panzer schießen. Willkommen zurück zu Far Cry 6. Wir wollten als nächstes zu der Villa hin. Ich guck mal, wie ich das mache. Ich glaube, ich muss da rum. Nehmen wir mal das Motorrad hier. Lo siento, das brauche ich. Hey, das ist meine Karre! Wieso steigst du denn ab? Villa. Bist du da? Ja, ja, bald. Aber sind da Soldados? Natürlich. Das ist Marquesas Haus, verdammt. Okay, okay. Ich werde mich verspäten. Entspann dich. Bis du da bist, wird kein Soldat mehr hier sein. Ja, wir einfach versuchen, ne? Das nicht gemerkt. Das war scheiße. Anton Castillo, Führer, Retter. Das ist eine Statue. Feine. Da! Lass sie das hier einwischen! So, Muni. Hab ich dich vor! Knapp.
ganz gut geklappt. Bicho, du kannst jetzt rauskommen. Orale, Danny. Wir treffen uns vorn bei meinem Pickup und, Du brauchst Hilfe. Sie, mit meinem Zeug. Das ist echt schwer. Da kommt bis hier vorne gefahren. Starten wir den Scheiß! Und zwar schnell! Hey, wir schaffen das, oder? Vergiss es, natürlich. Okay, Maria hat ja schon das beste Equipment. Wir müssen es nur noch einschalten. Wir? Man sollte meinen, dass sich Thalia um die Antenne, Lichter und Lautsprecher kümmert, oder? Aber nein. Okay, okay. Ich helf dir. Scheiße, Mann. Ich hab'n Roadie und Radio Libertad wird Wirklichkeit. Ich bleibe hier und überwache deinen Fortschritt. Blödes Arschloch. Okay, die Antenne ist bereit. Kann er nicht selber auf Knöpfe drücken? Jetzt bin ich ein Guerilla-Roadie. Verdammt. Marquesa hat ein professionelles Lichtpult. Picho, es ist alles bereit. Wo zur Hölle stecken Paolo und Thalia? Sieht scheiße aus. Das passiert immer. Das passiert immer vor einer Show. Endlich. Verdad sobre todo. 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 Falla, porque la calle se dice que viene batalla. No tenemos miedo, mi gente no falla. Tú sabes que seguimos dando la talla. Hey, canalla, somos los yaranos. Tú sabes que no se desmaya. Pasa la raya. Y bueno, es un pueblo que arde metiendo la galla. Yo me traya. Quiero que todos salgamos con puños arriba. Quiero que todos apoyen esta iniciativa. Este día llegan respuestas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso seguimos tomando. ¡Fick Castillo! ¡Fick Marquesa! ¡Fick das Paradies! ¡Recordea a la muerte! ¡Wir hören nicht auf! Verstanden? Danny, beschützt die Ausrüstung! Die Soldados werden versuchen, unseren Sender zu zerstören! Wenn das Equipment hin ist, ist Radio Libertad erledigt! Das lassen wir nicht zu. Was wird denn angegriffen? Stop.
Ist Talia wieder am Mikro? Okay. Zugabe! Alter. Wenn die mit dem Panzer schießen. Das muss ich jetzt alles von vorne machen, oder was? Dagegen machen. Oh.
Munition. Aber keine. Ist nur noch der Panzer. Man nicht rein. Aua. Sprühdose kann ich nur gebrauchen, ey. Muss einfach warten. Noch voll viel. Hey Danny, was hältst du davon, wenn wir die Show mit einem Knalleffekt beenden? Ja, das wäre schön. Ja. Geschlossen. Was ist mit dem Panzer da vorne? Okay. Das machen wir doch mal! Es ist vorbei! Wovon redest du, Paolo? Du hast es Marquesa gezeigt. No tenemos miedo, mi gente, no falla. Jetzt denkt sie also, sie wäre so hart wie Libertad? Soll ich nach Amerika fliehen, als wenn ich eine Pussy wäre? Verdammt, Talia, wir könnten dort ein Leben haben. Oh ja, wir lächeln die Yankees an, denen wir die Klos putzen. Lächeln, wenn sie sagen, wir sollen dahin zurück, wo wir herkommen. Sie wollen uns nicht, Paolo! Mein Leben ist hier, im Kampf mit Libertad! Libertad? Libertad will nur unsere Fans! Meinst du, Clara Garcia gibt einen Scheiß auf dich? Mich, Danny? Entspann dich. Jetzt bist du also gegen Libertad? Nach allem, was wir durchgemacht haben, die OPs, deine Familie? Meine OPs! Meine Familie, nicht deine! Das ist nicht mein Krieg! Wenn es vorbei ist, werde ich trotzdem mein Leben lang kämpfen. Hast du etwa vergessen, dass ich eine Transperson in Yara bin? Also rede nicht, als wüsstest du, wie das für mich ist. So. Ein echter Mann? Haut nicht ab. Suerte. Das wird schon. Die kommen klar. Glaube ich nicht, mi amigo. Miss Tilly. Ich habe leider nur ein paar Minuten. Dann legen wir los. Verbringen Sie viel Zeit mit Ihrem Vater? Er ist ein toller Lehrer. Und Ihre Mutter? Que clase de tontería es esta, María? Das ist der amerikanische Stil. Reden wir über Viviro. Ein Krebsmedikament, das Leben auf der ganzen Welt verlängert. Außer in den Vereinigten Staaten. Mein Vater ist im vierten Stadium. Warum lassen Sie Amerikaner warten? Sehr amerikanisch zu erwarten, was einem nicht gehört. Sie ignorieren diplomatische Avancen, selbst versprechen, die Blockade aufzuheben.
Das mit ihrem Vater tut mir leid. Doch Amerika wird warten. So wie alle anderen auch. Gestern wurde ihr Sender Yara Vision von Rebellen übernommen. Sie verlangten die Befreiung sogenannter Parias aus Viviro-Arbeitslagern. Wird Viviro mittels Sklavenarbeit produziert? Wahrheit oder Lüge? Die Wahrheit natürlich. Yara hat es nicht erfunden. Sklaverei war ihr erstes Geschäft, von 1800 bis 1860. Baumwolle, das Exportgut. Von wem angebaut? Ein Augenblick. Sklaven. 4 Millionen Amerikaner mit einem Wert von 3,5 Milliarden Dollar. Ihr wichtigster Wirtschaftsfaktor waren Menschen, die aussahen wie ich. Wie nennt man das? Eine Geschichtsstunde? Einen Vorsprung. Ersetzt durch eine reiche Gefängnisindustrie, die den Insassen Centbeträge bezahlt. Amerika ist nicht allein in... Korrekt. Kinder nähen Kleidung. Handys sind aus Sweatshops und Viviro rettet Millionen Leben. Meinen Sie, es schert diese Leben, woher es kommt? Santos Espinosa richtete ihren Vater während der kommunistischen Revolution 67 hin. Sie wurden mit 13 Jahren verhaftet, als sie so alt waren wie Diego. Wer hat sie unterrichtet? Meine Mutter war eine wunderbare Lehrerin. Sie mussten angeblich 15 Jahre Zwangsarbeit erdulden. Auf den Tabakfeldern. Man sagt, sie hätten die Klinge noch. Wenn Yara zum Paradies wird, wenn ich mein Viviro freigebe für Amerika, meine Methoden, ihre Fragen sind dann egal. Sind wir fertig? Für Ihren Vater. Clara. Die Übertragung ist abgebrochen. Was ist passiert? Alles in Ordnung? Wir leben noch. Bien. Marquesa wird euer Leben ab sofort zur Hölle machen. Beschütze Maximas Matanzas, Dani. Diese Übertragung haben Tausende gehört. Bei uns melden sich bereits viele neue Rekruten. Ich gebe mein Bestes, Clara. Ich rede mit Halia. Vielleicht kann ich Ihnen mit Ihren künstlerischen Differenzen helfen. Ich zähle auf dich, Dani. So, sprechen tun wir mal beim nächsten Mal. Und dann sehen wir mal, was wir als nächstes machen müssen. Also, bis dahin, haut rein, ciao.